Also erstens muss man drei Vogel zahm werden. Das heißt, man begreift es dann einerseits von Ihnen, die Kreise und von dem Publikum, und andererseits natürlich auch, Zwangerfalken sind die zwei größten Feinden der Welt. Sie erreichen ein Körpergewicht von ungefähr 1200 Gramm und eine Flügelspannweite von etwa 1,20 Meter. Deswegen ist auch Zwischenzwischen außerhalb der Vogel ein Misserfolg. Das heißt nicht, dass jeder Spiel immer wieder neu ist und der Finger anzugreifen. Und sobald ich mich für dieses Training, das schnelle, das mächtige und auch das sichere Fliegen und ein gut ausgebildeter Federspielball kann hier ohne weiteres eine Flügelspannweite von etwa 2,20 Meter. Wenn Sie hinschauen, sehen Sie, der hier ist ein bisschen kleiner, als ich das gerade gesagt habe. Den haben wir nicht so heiß gewaschen, sondern hier aus dem Training haben wir ein Männchen. Und die Männchen, die beiden Kreisen, wenn sie hier sind, er guckt, wartet und dann kriegt er vielleicht ein bisschen. Das ist für Großhalle ganz normal und auch üblich. Eine Großhalle betreibt ganz bevorzugt die sogenannte Anästhesie, auch lautlos fliegt, dann können sie auch nicht hören. Und deswegen können Eule, ihre Beutetiere, hervorragend überraschen und auch sehr erfolgreich jagen. Ist es richtig, dass Sie Ausbildung als Jäger brauchen, bevor Sie sowas machen?